Sag doch ganz ehrlich, in deinen jungen Jahren, wir haben doch da ähnlich, Musik und alles war bei uns ähnlich. Ganz ehrlich, hast du nicht auch dieses Ding gehabt? Man hat auf seinem MP3-Player Lieder gehört von diesen ganzen Rappern und hat sich selber auch oft vorgestellt, wie das wäre, wenn man selbst auf so einer Bühne steht und hat sich selbst so gesehen und das so einfach dieses Gefühl so, dieses, das muss geil sein, weißt du, dieses Leben, das Nachempfinden. Und du kannst jetzt diesen Traum erfüllen mit mir zusammen. Was, nee? Lass uns einen Track probieren. Nee, ich bin, Digga, verpiss dich. Berlin, es ist meine Stadt, mein Bezirk. Du Nutte, kannst nach Hause gehen. Ab jetzt ist es Hardcore, du Opfer. Wie geht's weiter? Keine Ahnung, Bruder. Dann üb! Nee, dann würde ich eher einen deepen Track rappen wollen. Welchen, Digga. Welchen? Also ich persönlich, aber den kennst du vielleicht nicht, ich persönlich würde Sternstaub führen. Wieso kenne ich den nicht, Alter? Natürlich kenne ich den. Ja, weil du möchte gern Fan bist, Kappa. Ich kenne alles von King of Kings, alles. Ja, der ist auf King of Kings drauf. Ja, kenne ich doch alles. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich, da habe ich den Text nicht drauf, Alter. Wir können... Ich komme mir 8 Jahre lang oder 7 Jahre lang... Du machst es. Bushido, wann ist die Tour? Du machst es. Du gehst mit mir da hoch. Und fertig. Nein, verpiss. Natürlich. Warum nötigst du mich immer so... Mann, weil ich will, dass du was erlebst. Weil ich so will, dass du mit mir was erlebst. An das wir unser Leben lang denken. Ja, aber nicht im Negativen. Weißt du, wenn wir da hochkommen, was da los ist? Was da unten los ist, wenn der Vorhang hochgeht und da stehen Montana Black und Knossi mit Mikro in der Hand und sagen, Berlin, die Arme. Alle denken, Bushido ist da. Wir rappen ein, zwei Dinger und dann kommt Bushido. Dann schmeißen die Leute, die da sind, Schweinefleisch nach uns. Ey, ohne Scheiß. Glaub mir, das geht in die Geschichte ein. Das wäre ein ultimatives Ding. Am besten bei DVD-Aufzeichnung von Bushido. Ja, aber Alter. Auf 50-50 Einnahmen. Ey, wir beide üben ein bisschen so. Ich glaub mir, ich kann das. Ich bring das rüber, du weißt es. Dass du das bringst, weiß ich, aber ich sehe mich da nicht drin, Digga. Man muss ins kalte Wasser geschmissen werden, mache ich mein Leben lang so. Und du machst mit, es gibt kein Wenn und kein Aber. Kannst mal am Arsch lecken, Alter. Das habe ich schon einer anderen Sau versprochen, und zwar meiner Frau. Du machst mit. So war ich, an diesem Tisch wird nicht gelogen, du machst mit! Wer will's feiern, ganz ehrlich? Wenn wir beide einen Bushido-Ding oder Backup-Rapper machen, bei einem Track, zwei Tracks auf der Bühne, das Publikum auf ausrastet. Auf keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall, Digga. Da sehe ich mich ja überhaupt nicht drin. Aber du könntest es genauso. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß, dass du es hinkriegen würdest, wenn wir beide mal in Buxtehude mal ein, zwei Dinger ein bisschen vorm Spiegel üben, kriegen wir es hin, Alter. Das ist so. Ich krieg's hin. Ich stell mir einfach gerade vor, Bruder, wie wir vor dem Spiegel stehen und die alten Bushido-Tracks rappen. Mach an, Kassette, hol Walkman raus. Du hast doch King of Kings, Alter. Pack das Ding aus, Alter. Kassette rein, Alter. Jeder ein Kopfhörer und dann mit Mikro, so Fake-Mikro in der Hand und dann üben. Die Vorstellung ist schon lustig, Digga. Aber nein, da müssen wir auch auf Oldschool-Dings Picaldi-Jeans tragen. Und Cordon-Sportjacke. Alter, natürlich. Ich mach das, Digga, mit. Damals bei Bushido immer seine Picaldi-Hosen gesehen. Ich hab noch meinen ganzen Schrank. 20 Hosen von Picaldi. Ohne Scheiß? Ja, ja. Wirklich. Ja, du trägst gar keine Jeans mehr. Bushido ruft an. Leute, bleib dran. Ich rede mit Bushido, du bleibst dran. Hallo, Herr Falcicci, sind Sie dran? Hallo, Herr Falcicci, sind Sie dran? Herr Knossi. Ja? Pass mal auf, wir machen folgendermaßen. Sag mal Monte, der soll sich mal nicht so einscheißen. Auf unserem Vorfeld, kleiner Workshop auf Bühne, Vorbereitung. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, warum der so die Hose voll hat. Weil ich glaube, für mich ist das easy. Ich freue mich da drauf. Wie bei Bodybuilder, weißt du? Wir machen einfach Vorbereitungen. Ohne Scheiß, wir werden das hinkriegen. Der wird da mitmachen. Ich sag dir hier so, wie es ist. Ich treffe mich vorher nochmal mit ihm, werde mit ihm ein bisschen ein paar Tracks im Auto laufen lassen. Wir werden das machen, eins in Chat. Ich zwing den da hoch. Das könnt ihr euch aussuchen. Ja, ja, wir kriegen das hin, ohne Scheiß. Und jetzt, pass auf, du, wir werden das vorher auf der Bühne einmal üben, und fertig, ne? Okay, aber ich habe noch eine Frage. Nee, brauchst du mir nicht stellen, leg's eh auf. Den Nachoi, Alter, ich schwör dir, den Nachoi, Alter, sieht Sonny Blacks, Alter, der Schwarze, ich schwör's dir. Alter, ich hol Flair aus dem Loch raus! Ich hol Comet Flair! Sonny Blacks hat gerade gesagt, hör zu. Was hat er gesagt? Du musst dir keine Sorgen machen, wir werden das mittags oder einen Tag vorher Workshop auf der Bühne üben, ganz entspannt. Ach, auf keinen Fall, Digga. Ja, Alter. Vor was, sag mal ganz ehrlich, ist einfach Aufregung von einem Live-Publikum? Sag ganz ehrlich. Digga, es gibt einfach gewisse Dinge, wo ich mich nicht drinne sehe. Okay. Ich sehe mich. Du bist ja eine Rampensau durch und durch, das weiß ich. Aber ey, ich sehe, ja, ey, die Erfahrung, glaub mir. Manchmal muss man Sachen einfach machen, um danach sagen zu können, Alter, es war ultra krank. Und ich weiß, wenn wir das gemacht haben, dass wir diesen Abend nie vergessen werden. Das, ja, aber du musst dich in meine Situation versetzen, Digga. Ja. Wenn ich auf dem Geburtstag bin, ja, von meinem Vater, und alle singen den Happy Birthday to you, halt ich meine Fresse, Digga, weil ich einfach mich im Singen nicht sehe.
Aber das ist doch kein Singen, Alter. Das ist ein bisschen, ey. Wär's so fit wie ich, wär's mein Feind. Ich bin der, der dich fickt, wenn die Sonne nicht mehr scheint. Der Bushido, wir machen nur Backup. Es ist alles easy, Alter. Sehr. Ich hab zugesagt. Ich hab zugesagt. Willst du mich im Stich lassen oder was? Digga, du hast mich nicht mal. Du hast einfach beschlossen, dass ich das mache. Ja, weil du im Nachhinein sagen wirst, ey, danke, Knossi, war mega geil. Wie auch bei anderen Situationen, über die wir hier nicht sprechen müssen. Jetzt, ne? Welche? Ist egal. Mhm. Du weißt genau, was ich meine. Wenn du die Situation meinst, die ich denke, haben wir gesagt, komm mit. Ja, aber wer hat zuerst auch nö, und dann, oh, aber war doch ganz toll. Also Ruhe jetzt im Bums hier. War gestern Abend wieder da, Digga. Ruhe. Ey, ich glaube, dieses Gefühl, dass wir zu dritt auf der Bühne sind, ist ultimativ. Wenn wir ein bisschen so hin und her laufen, du kennst doch die DVDs. Wir laufen von links nach rechts, Alter. Du an mir vorbei, Bushido. Ein Bein auf der Box, Blatt. Ein Bein auf der Box, alle jubeln, alle schreien. Du Mikro in der Hand. Das wird unvergesslich. Pyro, alles! Ja. Er ist dabei. Er freut sich. Ja! Nee, piss dich. Nein, du, Digga, das hasse ich, Alter. Du beschließt immer irgendwelche Sachen. Sei froh, dass ich das so mache. Du hast so ein Naturtalent, Digga. Ohne Scheiß, Alter. Dafür müsste ich dir eigentlich echt mal eine Ohrfeige hauen. Du hast echt so ein Naturtalent, Digga. Du redest, das ist alles schön, Digga. Und wenn ich am Ende Nein sage, bin ich der Idiot. Alter. Nein, ey, ich verstehe das schon. Wir werden nochmal drüber reden. Du hast Nein gesagt, ich mach's. Ja. Ja, gut, dann mach ich. Was soll ich machen? Wenn ich jetzt Nein sage, Digga, bin ich der Idiot. Das ist so, ja. Ja, danke dafür noch. Nein, ey, nein. Ich zwing dich doch nicht. Mach, ja. Du kannst es dir überlegen. Bushido, wann wäre so eine Tour-Trip? Wann wäre das? Wann ist DVD-Aufzeichnung? Hoffentlich erst 2030, Alter. Wir machen DVD-Aufzeichnung, die echte, Alter, mit fliegende Kameras. Ruhe. Bombe, Junge! Yes! Du bist das jung! Bushido, kommendes Jahr irgendwann. Machen. Ja, okay, überlegst, du hast noch ein bisschen Zeit. Bleib entspannt.